Mark Jackson schlug sich in früher Jugend in den Straßen von Sydney durch. Vor 12 Jahren kam er nach Coober Pedy im australischen Outback, um seinen Vater zu besuchen. Noch am Tag seiner Ankunft fand er einen kleinen Rohopal in der Nähe einer aufgegebenen Mine und verkaufte ihn für $180. Dieser kleine Stein sollte sein Leben verändern. Nirgendwo anders auf der Welt kann man eine, 2 oder 10 Millionen Dollar finden und sie einfach behalten, um damit zu tun, was immer du willst. Das ist super. Ich stehe auf dem Hügel, zeig in die Gegend und sag: 1 Million Dollar, 500.000, 6 Millionen, 500.000, 300.000, 600.000. Da drüben fand einer 3 Millionen Dollar. Da hinten fanden Ungarn 300.000 Dollar, 600.000 Dollar, 100.000 Dollar. Hier fand ich 100.000 Dollar, 500.000 da drüben. Unglaublich, wie viel Geld auf so engem Raum stecken kann. Großartig. Wenn du einen großen Bulldozer hättest und das alles umgraben könntest, würdest du lachen. Du steckst einen Claim ab und findest nichts oder 1 Million Dollar. Das ist eben der Rausch. Genau deshalb bist du hier. Alle wollen den 1 Million Dollar Claim. Hoffen wir. Hier habe ich Opale gefunden. Man sieht die schöne große Ader. Fantastisch. Genau hier haben wir 250.000 Dollar gefunden. So dick, saftig und grün, rot, alle möglichen Farben, die man sich nur vorstellen kann. Das war das beste Gefühl in meinem Leben. Mir kamen fast die Tränen. Es war so emotional. Die ganze harte Arbeit für diesen Opal. Man findet ja nicht jeden Tag was. Aber das Fieber, die Aufregung, wenn du einen großen Fund machst. Alle träumen ja vom großen Fund, von der Million. Mir reicht auch die Viertelmillion. Das ist einfach super, Kumpel. George Wüstenfuchs, Aslam Atsis und seine Frau Judy, die ehemaligen Besitzer von Mark's Claim, zogen weiter. Wären sie geblieben, hätte die Viertelmillion vielleicht ihnen gehört. Hier draußen in der Weite der Opalfelder kann man ein Vermögen um wenige Zentimeter verfehlen. Judy, komm. Auf gut Glück, wo du magst. Und wenn wir keine Opale finden, schlage ich dir den Schädel ein. Los, zeig drauf, Judy. Judy ist eine glückliche Frau. Denn erstens hat sie mich und zweitens hat sie Glück. So ein Quatsch. Jedes Mal, wenn sie Bingo spielt, gewinnt sie was. Wo du magst, Judy. Genau hier. Okay. Wo immer du sagst. Hier? Ja. Ich mache nicht gerne ein Kreuz, denn ich glaube nicht dran. Ich mache einen Kreis. Ist das noch unser Claim? Wir sind an der Grenze. Ja, das ist unser. Ein Planet. Rund und schön. Komm her, Georgie. Wenn wir Material finden, ist am Nachmittag die ganze Stadt hier. Dann siehst du überall Pflöcke. Wenn's Opal ist, sonst verschwinden wir auch. Judy, heute ist dein Glückstag. Drücken wir die Daumen. Drücken wir die Daumen. Während sich der Bohrer in den Boden frisst, rollt Judy Sprengstoff in Zeitungen und versieht die Bomben, die sogenannten Würste, mit einem Zünder. George will später damit eine Höhle am Grund des Bohrlochs sprengen. Doch es gibt ein Problem mit der Bohrung. Wir sind auf Fels gestoßen. Der ist natürlich sehr hart und wir kommen nicht durch. Deshalb steige ich jetzt runter und sprenge. Okay, down. Ich bin leicht und komm da runter. Weiter nach unten. Weiter. Weiter. Ich mag's nicht, wenn er in solche Löcher steigt. Wie ihr seht, ist das nicht besonders tief. George hat 2 Minuten Zeit bis zur Zündung. Er will so schnell es geht wieder raus. Der schwere Bohrkopf wird als Stopfen in den Schacht gesenkt, damit kein Geröll rausfliegt. Ich halte mir immer die Ohren zu, man weiß ja nie. Habt ihr euch erschreckt? Ja,
Judy hat den Schacht markiert. Gibt es keine Opale, kommt sie heute Abend besser nicht nach Hause. Dann kann sie woanders schlafen. War nur ein Witz. Wär's leicht, wär ja jeder hier. Wie gesagt, um in Cuba Pedi zu leben, darfst du nicht normal sein. Du musst schon ein wenig verrückt sein. Wir holen noch ein paar Eimer hoch. Aber so wie es aussieht, kommt Judy heute Abend nicht nach Hause. Dann brauche ich heute Abend auch nicht zu kochen. It's just gone 10 past 7 here at Dusty Radio 104.5 FM in sunny Cuba Pedi. Temperature you've got to look forward to today is 28 degrees. If you're going out of the minefield today, good luck with your open fever. Let's hope you find some colour. And watch out for those mines inspectors. I tell you, they are everywhere. Hey, have you heard the new one? This is great voice. Darren Mullen. Get a load of this. Starry-eyed, I wake up and I wonder why I'm walking on the moon. Ich bin einer von 5 Kontrollbeamten, die sich um die Opalminen Südaustraliens kümmern. Das Feld ist 5000 Quadratkilometer groß. Cuba Pedi ist das größte Feld. Es heißt, Australien produziert 90% der Opale weltweit und Cuba Pedi produziert gewichtsanteilig 80 dieser 90%. Überall, wo die Leute nach Opalen suchen, graben sie einen Schacht. Sie sehen ja, hier sind Millionen Löcher. Gott allein weiß, wie viele. Ich will sie gar nicht zählen. Bloß nicht. Da müssen über die Jahre Abermillionen von Dollar gefunden worden sein. Ich weiß natürlich nicht, wie viele, aber jährlich sind es Millionen. Und weil erst ein Drittel des Feldes genauer durchsucht worden ist, liegen da immer noch Millionen von Dollar im Boden und warten darauf, gefunden zu werden. Zwar sind Cuba Pedis Straßen nicht mit Opalen gepflastert, aber fast überall in der Stadt kann man Opale finden. Ich habe am Grill gespielt und habe auf dem Boden Opale gefunden. Ich habe einen aufgehoben, der eine schöne Farbe hatte, und ihn Mami gezeigt. Ich ließ ihn schätzen und er war 450 Dollar wert. Mein Vater wollte schon einen Geschäftskredit beantragen, als er Opale im Wert von 50.000 Dollar in diesem Pfostenloch fand. Da zerriss er die Bankpapiere. Als ich mit dem Park angefangen hatte, bohrte ich hier einen Schacht und hatte Glück. Ich fand eine Menge Opale. Wenn die alle so wie der sind, wären das über 300.000 Dollar. Ist das nicht schön? Guck dir das an. Guck dir mal diesen großen Opal an. Unglaublich, oder? Der hat bestimmt eine Unze. So große findet man sehr selten. Der ist nicht viel wert. Er hat nur ein schmales, umlaufendes Band. Blau, purpur, schimmernd. Der ist nicht mehr als 500 Dollar wert. Nicht gerade wertvoll. Da hinten schimmert aber was Grünes. Das hole ich mal raus. Darren! Grüner Kristall. Brocken. Komm und sieh dir das an. Sieh dir mal die Opalader an. Sieh mal das Grün. Schön, oder? Ich glaube, wir haben heute ein bisschen Geld für Bier. Was meinst du, Kumpel? Mal sehen, was wir tun können. Schauen wir, dass wir was davon ausgraben. Mal sehen. Guck dir das an, mein Gott. Ich mach keine Witze. Grüner Kristall. Oh mein Gott. Guck dir das an. Purer grüner Kristall. Herrlich, oder? Direkt neben dem anderen. Hätte der unten die gleiche Farbe, wäre er 20.000 Dollar wert. Geil!
Tag, Mark. Tag, Kim. Wie geht's? Sind das alles deine Claims? Ja, kommst du mich kontrollieren? Ja, ich muss. Wie viele gute Claims hast du? Sieht aus, als hättest du die Hälfte von 17 Mile geclaimt. Fast die Hälfte. Läuft's gut? Sehr gut. Ich habe hier einen Stein, den ich meinem Dad zeigen will. Was meinst du? Immer hast du Steine in der Tasche. Mein Gott, schau mal einer an. Meinst du, der bringt's? Du hast aber wirklich immer Glück, oder? Gut für dich. Das ist also dein Claim. Nein, der hier. Ich kann deine Schrift kaum lesen. Das musst du ändern. Ja, mach ich. Eigentlich ist es Dads Claim. Also ist das auch sein Stein. Jetzt gib ihm nicht die Schuld. Der gehört also ihm. Was für ein schöner Stein. Die Opale waren gut zu mir, Kim. Tja, alles, was ich von dir will, ist, mach die Pfosten besser. Ja, keine Sorge, mach ich. Nein, du machst das gut. Ich glaube nicht, dass ich dich nochmal stören kommen muss. Bekomme ich den Stein wieder? Kann ich den mitnehmen? Bekomme ich den Stein wieder, bitte? Danke. Schade. Ich dachte, wenn ich weiter quatsche, wäre ich damit durchgekommen. Noch 5 Jahre, dann setze ich mich zur Ruhe. So ein junger Kerl wie du? Und was ist mit mir, altem Sack? Arbeite mal schön weiter. Schönen Tag noch, Kim. Bis später. Wie lief's, Jungs? Glück gehabt? Ein bisschen. Hier, Jacko, deine Opale. Ich muss los. Ich erwarte ein paar Touristen. Schönen Tag noch. Es ist schon ziemlich hart. Ich liebe meine Frau und sie liebt mich. Sie stammt aus der Schweiz. Das ist das schönste Land, das ich je gesehen habe. Dass sie hier in der Wüste lebt, ist der beste Beweis, dass sie mich wirklich liebt. Sieht aus, als müssten wir sauber machen, oder, Karen? Als ich Karen kennenlernte, lieh ich mir $5 von ihr, damit ich ihr ein Bier ausgeben konnte. So pleite war ich damals. Dann habe ich langsam meine Firma aufgezogen und an einem Tag kann sich dein Leben so ändern, nur weil du einen kleinen Stein findest. Unglaublich. Manche sagen, Opalfieber sei besser als Sex. Findest du das auch? Nein. Das war allerdings eine schwierige Frage. Aber wenn ich das große Geld finde, ja, besser als Sex. Sorry, Schatz. Schon gut. Ja, das ist besser als Sex. Immer. Wie läuft's? Nicht schlecht. Den habe ich heute gefunden. Marks Vater, Stuart Jackson, ein lizenzierter Opalschätzer und erfahrener Opalschleifer. Schön, wirklich hübsch. Ungefähr 8 Gramm. Ich würde sagen, der hat eine Viertelunze. Umgerechnet sind das etwa $500 pro Stück. Meinst du, wir bekommen mehr, wenn wir ihn aufpolieren? Das könnte auch nach hinten losgehen. Vielleicht findet man einen Haufen Sand und Dreck. Der sieht schon halbwegs sauber aus. Aber bei Opalen weiß man nie. Die Chance, die reine Lotterie. Wenn wir von dem schönen Streifen hier ausgehen, könnte er durch ein Aufpolieren 5-mal so viel wert sein. Hoffentlich. Von $500 auf $2.500. Aber es gibt keine Garantie. Wenn es schief läuft, ist er am Ende nur $250 wert. Wir riskieren es. Riskieren wir es? Gut, machen wir ihn sauber. Siehst du? Er beginnt sich gerade zu zeigen. Da ist ein bisschen Dreck, aber es ist okay. Das schleife ich raus. Wie viel Karat schätzt du? Ich denke 135 bis 140 Karat. Der ist sehr schön. Jetzt kommt er erst richtig. Ich habe nur eine Seite angeschliffen, aber wenn wir erst den Dreck raus haben, reden wir hier von einem 9 bis 10 karätigen Stein für 140 Großhandelspreis. Das wären also 1.400 aus einem $500-Stein, mindestens. Und das ist nur der Großhandelspreis. Jetzt, wo wir die Färbung erkennen, kommt es darauf an, wo ich den ersten Schnitt setze, damit ich an dieser Seite auch einen Stein rausholen kann. Ach, Dad, ich habe da einen speziellen Stein, den ich heute gefunden habe. Was hältst du von dem? Mein Gott. Der ist atemberaubend. Absolut atemberaubend. Das ist ein Opal sehr guter Qualität. Wunderschön. Einfach wunderschön.
Du hast doch nicht etwa 10 Unzen davon gefunden? Leider nein. 2,5 Unzen. Der ist mindestens 10.000 Dollar die Unze wert im Rohzustand. Den könnten wir hier für 10.000 Dollar die Unze verkaufen. Mark ist nicht so dumm, ihn im Rohzustand zu verkaufen. Den schneiden wir auf. Entweder das oder wir schleifen ihn. Dann könnte man entscheiden, wie wir ihn weiter bearbeiten. Es wäre eine Schande, konventionelle Steine daraus zu schneiden. Der ist viel zu schön. Ein Tausender pro Karat. Der hat 2,5 Unzen. Eine Unze hat 150 Karat. Mal ausrechnen. Ein Haufen Geld. Da muss ich viel verlangen, wenn ich den schneide. Und dann kombinierst du ihn mit schwarzen Perlen für 5.000 Dollar und fetten Diamanten und verkaufst ihn an Oprah Winfrey. Erraten. Karen, wir fahren in die Schweiz. Auf jeden Fall. Sieh ihn dir an. Wunderschön. Gut gemacht, Junge. Hier wohne ich. Im Hügel. Drinnen im Hügel. Doch das ist kein gewöhnlicher Wüstenhügel, sondern eine topmoderne Wohnung mit allem modernen Komfort ausgestattet. Das ist mein Hof. Da können wir sitzen und die Aussicht genießen. Wir recyceln das Wasser aus der Waschmaschine und verwenden es zum Gießen. Das klappt gut, solange du Wüstenpflanzen pflanzt. Tut gut, nach Hause zu kommen, in den Bunker, nach einem langen Arbeitstag. Hier wohnt man einfach gut drin. Das ist unsere Burg. Ein bisschen wie die Burg auf dem Bild da. Das haben wir mit der Tunnelbohrmaschine gebaut. Es gibt also keine rechteckigen Zimmer. Das ist das Schlafzimmer mit einem begehbaren Kleiderschrank. Das Schöne an diesen Bunkern ist, dass die Temperatur immer 25 Grad beträgt. Das Gästezimmer, hier sieht man auch die Spuren der Tunnelbohrmaschine. Es ist immer ein Zirkus, Steckdosen in die Wände zu setzen, weil man bohren muss. Das ist der zentrale Raum. Dieser Bunker ist ungewöhnlich, denn er geht durch den gesamten Hügel. In Cobalt Pili gibt es nur ein paar davon. Hier ist der Hinterausgang mit dem Küchenbereich. Und da ist Marilyn. Hallo Kim, viel zu tun gehabt? Ja, war ein guter Tag. Magst du eine Tasse Tee? Sehr gerne. Ich hol dir eine. Haben Sie Opale in den Wänden hier gefunden? Nein, das ist Kimberlit. In diesem Gestein findet man keine Opale. Aber in der Stadt gibt es viele Stellen, wo Opale gefunden wurden, auch wenn man dort keinen Bergbau betreiben darf. Warum nicht? Weil das Stadtgebiet ist. Aber das heißt nicht, dass man seine Bunker nicht erweitern darf. Ziemlich oft findet man Bunker, die 20 Meter tief gegraben wurden oder 10 Meter weit ins Nachbargrundstück reichen. Man kann die Leute ja nicht davon abhalten, ihre Wohnung zu erweitern. Das ist unser unterirdisches Zuhause. Wir haben den Bunker vor etwa 12 Jahren gebaut, mitten in Cobalt Pili in einem alten Opalfeld namens Kosker Hill. Und in jedem Zimmer fanden wir Opale. Hier fanden wir 12.000 Dollar. Wo wir gerade stehen, fanden wir 7.000 bis 8.000 Dollar. In der Küche da hinten fanden wir mitten auf dem Fußboden 10.000 Dollar, direkt unter unseren Füßen. Dann wollten wir eine Speisekammer und haben einen Gang gegraben, der in der Küche endet. Und da haben wir 70.000 Dollar gefunden. Insgesamt haben wir 250.000 Dollar gefunden und haben jetzt 21 Zimmer. Das ist die alte Gegend von Greek Gully. Da wurde vor vielen Jahren gearbeitet. Hier könnten noch große Opale liegen. Man weiß es eben nicht. Keiner weiß das, weil hier nie gründlich gesucht wurde. Es könnten noch eine Menge Opale hier liegen. Das finden wir gleich raus, sobald ich den Bagger anwerfe. Wenn du einen Hang mit dem Bagger bearbeitest, musst du höllisch aufpassen, in der Spur zu bleiben. Weichst du zu sehr ab, könntest du in ein schönes Nest Opale greifen und es einfach in Stücke hauen. Und statt einem schönen großen Brocken hättest du ein halbes Dutzend Splitter, und das will man nicht. Du musst vorsichtig sein, langsam drum herum graben und dann mit der Hacke den Rest durchsuchen.
Jetzt ist es soweit. Wir finden Opale. Hoffentlich. Ja, schau. Viele ziehen es vor, unter Tage zu arbeiten mit Tunnelbohrmaschinen, Sprengstoff und dem ganzen Zeug. Ich habe das auch mal gemacht und ein paar Jahre unter Tage gearbeitet. Aber da durchsucht man den Boden nicht wirklich gründlich. Man hinterlässt immer Schichten oder Pfeiler, in denen Opale sein könnten. Bei meiner Arbeitsweise grabe ich durch alle Schichten und hinterlasse keine Pfeiler. Das ist sehr effizient, um den Boden gründlich zu durchsuchen. Mir ist es lieber, denn ich kann allein arbeiten. Jetzt muss ich nur noch Opale finden. Nur eine dünne Ader, farbig, aber nichts Besonderes. Noch nicht. Noch finde ich nichts. Heute nicht. Ich werde hier ein paar Löcher bohren, weil bald Weihnachten ist und ich Opale finden muss, um an Weihnachten Truthahn essen zu können. Manchmal benutzt George seine Tunnelbohrmaschine, um ein Labyrinth unterirdischer Gänge in den Sandstein und den Fels zu bohren. Die erweitert er durch Sprengungen oder mit Bohrhammer und Hacke zu Höhlen. Man muss aufpassen, denn wenn der Bohrer verkantet, zerquetscht er dir die Hände. Man muss sehr aufpassen, vor allem an Orten wie hier, wo der Boden sehr hart ist. Und ich muss besonders gut aufpassen, weil ich alleine bin. Especially when you're down by yourself. Manchmal bohrst du, bist kurz abgelenkt und bang. Einmal hat er mich hier getroffen. Ich fiel um und weiß nicht, wie lange ich bewusstlos da lag. Ich lasse mir lieber von Muhammad Ali eine verpassen, als von dem verdammten Ding. Ich hole jetzt die Bomben. Wie ihr seht, der gefährlichste Teil. Man muss vorsichtig sein. Jetzt besser nicht rauchen. Denn wer raucht und mit Sprengstoff hantiert, der besucht Petrus. Dort bekommst du dann Honig und Reis. Da oben warten die schon auf dich. Per Gesetz darfst du 8 Bomben gleichzeitig zünden. Aber wie du weißt, herrscht hier unten dein Gesetz, Kumpel. Carlitos Gesetz nennen dies. Ich habe Angst vor den giftigen Gasen, die die Bomben freisetzen, wenn sie explodieren. Ich finde, er sollte draußen sein, wenn die losgehen. Aber Männer lassen sich ja nichts sagen. Die wissen alles besser. Also muss man es eben akzeptieren. Wirf den Blauer an. Anwerfen? Ja. Wirf den Blauer an. Okay. Ich werfe den Blauer an, weil ich unten bleibe. Ich halte mir die Ohren zu und mache den Mund auf. Und dann geht's. Der Blower ist ein gewaltiger Staubsauger, der Staub, Steine und vor allem die giftigen Explosionsgase aus den Schächten saugt. Es ist gefährlich. Man muss vorsichtig sein. Jeder Job ist gefährlich. Du musst so vorsichtig sein, wie es nur geht. Ich muss die Lampen wegbringen. Ich bleib unten. Ich mag nicht rauf. Oben ist es mir zu heiß. Man muss vorsichtig sein, wenn man die Bomben zündet.
Man muss sehr vorsichtig sein. Wenn du so eine Bombe in dein Haus legst und anzündest, ist das Haus in 0,0 verschwunden. Bist du das, Jörg? Ja, komm rein. Wie geht's? Gut, lange nicht gesehen. Wie läuft's? Bestens. Hast du was für mich? Ja, vielleicht. Schöner Belemnit. Gehen wir mal kurz damit ins Licht. Sieht interessant aus. Schön. Als wir ihn fanden, sah nur die Spitze raus. Sieht gut aus. Schöne Farbe. Machen wir ihn mal sauber. Als ich ihn rausholte, war immer noch ein Haufen Dreck dran. Man konnte nur die Spitze sehen und es sah aus, als sei es ein Teil für 30.000, 40.000. Aber er war noch dreckig und man konnte nichts sagen. Der ist viel mehr wert, das sage ich dir. Dachte ich mir. Das da ist ein unglaublicher Klunker, sage ich dir. Ich dachte mir schon, dass das was Besonderes ist. Die Farben da drin kommen so spektakulär raus. Unglaublich. Was könnte der Wert sein? John. Ich muss den bearbeiten. Der ist absolut ungewöhnlich. Ich werde ein bisschen Zeit brauchen, um den zu bearbeiten. Der ist fantastisch, Kumpel. Ich schleife seit 1962 und habe noch nie so einen Opal gesehen. Ein toller Stein, das sage ich dir. Ja, sieht speziell aus. Wo wir schon mal angefangen haben, müssen wir ihn auch fertig machen. Ich muss ihn auch polieren. Du hast recht. Gehen wir also aufs Ganze. Danach kann ich ihn richtig schätzen. Danke, Kumpel. John dachte anfangs, sein Fund sei 40.000 Dollar wert. Doch Stuarts kunstvolle Politur legte die atemberaubenden Farben dieses seltenen Opals erst richtig frei. Stuart hat nicht nur seine glitzernde Schönheit ans Licht gebracht, sondern auch ein Rätsel aufgeworfen. Was ist so ein Stein wohl wert? Das ist ein 120 Millionen Jahre alter Belemnit, der Schulp eines ausgestorbenen Meereswesens, das einem Tintenfisch ähnelte. Mit seinem Gewicht von 72,6 Karat beträgt allein der Wert des Opals 80.000 Dollar. Ach, zu weit, da geht uns aus. Er geht, oh mein Gott, er ist im Black. Schön, Kumpel. Was ist mit meinem Dollar, um Himmels Willen? Wie soll ich gewinnen, wenn du so schlägst? Keine Sorge, den kriegst du schon. Du Schuft. Du bist nur hinter meinem Dollar her. Das sieht vielleicht ein bisschen rau aus, aber wir haben hier eine große Baustelle, weil unser Clubhaus vor ein paar Jahren abgebrannt ist und wir gerade ein richtig gutes neues Clubhaus bauen. Ja, wir haben einen Brief nach St. Andrews geschickt und um eine Vereinspartnerschaft mit denen gebeten. Das haben wir auch verdient. Wir haben einen Top-Golfplatz hier, aber... Warte mal. Was hast du gefunden? Ach, nur noch einen... Du machst wohl Witze. 50-Dollar-Stein. Guck dir das an, schöne Farbe. Dann haben wir bald genug Geld fürs Clubhaus. Das ist mein kleiner Bonus für heute. Dein Bonus? Das ist Clubgelände, der gehört nicht dir. Nein, Finder darf behalten. Du bist vielleicht Captain, darfst aber nicht alles nehmen. Finder darf behalten, Kumpel. Auf dem Platz liegen haufenweise Opale, denn die Fairways sind aus dem Abraum der Opalminen gemacht. Hier lässt es sich gut golfen. Und die Baufirma zahlen wir mit den Opalen, die wir finden. Wirklich gut. Wenn der Captain ihn nicht behält. Doch, der behält ihn. Darum geht's ja. Kim, hast du schon eine Rückantwort von St. Andrews bekommen? Jetzt, wo du sagst, nein. Wir sollten sie vielleicht anrufen, Stuart. Sollten wir wirklich? Wir haben denen wegen der Vereinspartnerschaft geschrieben und haben seit 3 Wochen nichts von ihnen gehört. Wir sollten sie wirklich anrufen. Genau. Jenny, ich habe hier was Hübsches für dich. Die Farben sehen gut aus. Ja, schöne Farben. Sehr schöne Opale. Mit denen kann ich was anfangen. Wie viel verlangst du dafür?
17.000 Dollar. Das ist ein bisschen zu viel. Wenn wir uns nicht einigen, kann ich auch wieder gehen. 17.000 Dollar sind einfach ein bisschen zu viel. Warum sagst du mir immer zu viel? Sag doch mal, hier, Georgie, mein Freund. Weil ich mir wünsche, dass du eines Tages kommst und sagst, Jenny, das ist mein Preis. Du verlangst immer ein bisschen zu viel. Du willst immer ein bisschen mehr und ich versuche, es ein bisschen billiger zu bekommen, damit ich auch was verdiene. Ja, und was ist dein Preis? Ich gebe dir 14.000. Nein, viel zu wenig, auf keinen Fall. Das ist nicht zu wenig. Doch. Nein, das kommt dem richtigen Preis schon sehr nahe. Was ist dein letztes Angebot? Ich gehe etwas runter, aber mit deinem Preis kann ich definitiv nicht leben. Nenn mir dein letztes Angebot und dann schauen wir. Gib mir 15.500. Das ist fair. Ich gebe dir 15.000 Dollar. Weil du es bist. Immer kriegst du mich dran. Na gut, das ist dein Deal, egal. Scheine her. Das sind 10. 2, 4, 5 und 500. Vielen Dank, Jenny. Ich danke. Vielen Dank und viel Glück. Hoffentlich findest du noch viel mehr. Aber sicher, du weißt ja, unsere Firma ist die beste. In welchem Feld bist du? 15 Mile. Immer noch. Wir haben Opalfieber. Wir sind verrückt. Verrückt nach Opalen. Ich hätte so viele andere Möglichkeiten, könnte nicht in Cooper Pedy leben, sondern woanders. Aber ich liebe diesen Job. Ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben je was anderes machen werde. Ich liebe diesen Stein. Er ist wunderschön, ist lebendig. Und jeder Opal ist einzigartig. Er ist richtig ansteckend. Manche reden zum Beispiel vom Goldfieber, aber es gibt auch Opalfieber. Und das ist nicht einfach nur, es ist keine Krankheit. Es wächst mit dir mit der Zeit. Oder du hast es einfach nur, weil du anders bist. Ein Instrument spielen entspannt dich. Beim Spielen vergisst du deine Sorgen. Ohne Judy wäre unsere Familie keine Familie. Garantiert nicht. Habt ihr beide Opalfieber? Wenn du das so nennst, wir haben keine Wahl. Nein, es ist eben unser Lebensstil. Es ist mir egal, ob wir ein paar hundert oder eine Million Dollar haben. Hauptsache, ich kann die Rechnungen bezahlen. Mir gefällt's hier. Judy findet nichts an Geld. Ich war nie geldgierig. Ob's nun trockenes Brot oder Kartoffeln gibt, sie mag beides. Spaghetti ohne Käse auch. Sie ist eine sehr gelassene Frau. Ihr Leben. So viele Leute sagen, ich würde gerne im Lotto gewinnen. Guck mal, 36 Millionen Dollar. Ich würde mich schon mit ein paar Tausend zufrieden geben. Ich mache mir keinen Kopf um eine Million oder zehn. Selbst wenn wir so viel Geld hätten. Judy hat ein paar Schuhe gekauft für einen Dollar. Die waren im Sonderangebot. Fünf Paar habe ich gekauft, für je einen Dollar. Ich sagte, kauf drei. Und später, hatten die nicht noch mehr? Und sie, doch, aber ich dachte, du regst dich wieder auf. Und ich, was, wegen $3? Ich gebe so viel fürs Buzuki-Spielen aus. Sie ist was Besonderes, aber leider gibt es nicht viele ihrer Sorte. Ich packe die mal besser ein und mache mich auf den Weg, sonst verpasse ich noch den Flug. Hongkong ist schon immer das Zentrum der chinesischen Händler. Sie kaufen noch dort, lassen aber mittlerweile alles in China verarbeiten, wegen der Lohnkosten.
Ob du es glaubst oder nicht, manche dieser Leute haben auch ein leichtes Opalfieber. Sie handeln damit, weil sie den Stein lieben, nicht weil es irgendein Geschäft ist. Für die meisten Großhändler aber ist das ein Rohstoff. Die kaufen Opale, um sie weiterzuverarbeiten und Geld zu verdienen. Ah, Mr. Wong. Oh, Yasu. How are you? When you come? Seit wann bist du hier? Seit gestern. Ich bin hier, um Rohopale zu verkaufen. Da sind sie drin. Gut, ich suche gerade Rohopale. Gut, denn die Reise war teuer, also musst du mehr bezahlen. Mehr bezahlen? Nein. Oh, die sind schön. Gute Opale haben immer ihren Preis. Sind die von 15 Mile? Ja, richtig. Sehr schön. Wie viele Unzen sind das? Das hier sind 20 Unzen. Das andere Päckchen hat 11. Zusammen sind das 20 plus 11, das macht... Wie viel pro Unze für die billigeren? Das hier? Nur 500 Dollar pro Unze. Und das hier 1000. Das wären also 21.000 Dollar. Bisschen hoch der Preis. Wie oft machen wir Geschäfte? Setze ich etwa hohe Preise an, um mich runterhandeln zu lassen, oder gebe ich dir immer den besten Preis? Schon, aber da kann man doch noch was machen. Was ist dein letztes Angebot? Okay, dann runden wir ab auf 20.000. 20.000? Ja, und ich zahle fürs Abendessen. Nein, das mache ich. Wir sind in Hongkong. Das Essen zahle ich. Du wolltest 11. Ja, aber ich bin auf 10 runtergegangen. Verstehe. 10 und 10, 20. Ich sag dir was. Wir teilen den Unterschied. Lass uns den Handel bei 19.000 besiegeln, okay? Danke. Okay, das geht. Ich habe diese Opale von George für 15.000 Dollar gekauft. Tony hat sie mir für 19.000 Dollar abgekauft. Tony verkauft sie für 26.000 Dollar an einen Juwelenfabrikanten, der sie an einen Großhändler für 32.000 Dollar verkauft. Der Einzelhändler kauft sie ihm für 42.000 Dollar ab und verkauft sie an die Verbraucher für 85.000 Dollar. Aber in Cooper Pedy bekommst du nirgends einen besseren Preis als bei mir. Steve Sager gehört anteilig die Hälfte des Belemniten namens Virgin Rainbow. Er will erfahren, wie hoch Stuart den Stein geschätzt hat. Zeig her, spann mich nicht auf die Folter. Hat er noch was weggenommen? Ja, wir haben ihn ein bisschen gesäubert und ein wenig aufpoliert. Jetzt glänzt er richtig. Ein Killer? Ja, er ist ziemlich gut geworden. Ist das Gutachten fertig? Ja. 520.000er. So sieht er jetzt aus. Eine Schönheit. Fantastisch, so hell. Ich suche seit 36 Jahren und habe noch nie so eine Farbe gesehen. Haben wir ein Glück, Kumpel? Auf jeden Fall. Guck dir das an. Selbst im Dunkeln. Halt ihn besser über dem Tisch, nicht, dass er dir runterfällt. Ich finde seine Bewertungen immer ziemlich gut. Ich zitiere mal. Er zeigt brillanteste Farben und ist von einer Reinheit, die ich in über 40 Jahren persönlicher Erfahrung in allen Sektoren der Opalindustrie noch nie erleben durfte. Ja, es ist perfekt. Das ist ein sehr seltener Opal. Jenny möchte derweil erfahren, wie Opale in China verarbeitet werden. Rockham Yao, ein Hongkonger Geschäftsmann, hat ihn eingeladen, eine Edelsteinschleiferei in Shenzhen zu besuchen. Dieses Gebäude ist unsere Fabrik. Sie ist sehr klein. Das alles? Ja, diese drei Stockwerke. Das nennen Sie klein? Ja. Nein, ich finde sie ziemlich gut. Danke. Thank you. Wow. Unglaublich.
Sie sagten, Sie hätten eine kleine Fabrik? Ich finde, Sie haben eine sehr große Fabrik. Wie viele Angestellte haben Sie? Etwa 200. Etwa 200. Ich habe nicht mitgezählt, aber es sieht nach vielen aus, bei drei Stockwerken. Rockham Yau erzählt Jenny, dass seine Fabrik jährlich australische Opale im Wert von 12 Millionen Dollar verarbeitet. Die Arbeiter erhalten dafür täglich eine warme Mahlzeit und umgerechnet 2 Dollar für eine 16-Stunden-Schicht. Wie sie diese Mosaiken herstellen, ist unglaublich. Sowas könnten wir in Australien nie machen, wegen der Lohnkosten. Das ist absolut überwältigend. Diese ganzen kleinen Splitter Stück für Stück aneinander zu setzen, absolut unglaublich. So kleine Opale wie die landen bei uns in Australien beim Opale-Schleifen im Abfluss. Ich kenne keinen in Australien, der mit so kleinen Opalen was anfangen kann. Und diese Menschen leben davon. Und nicht nur das, sie verdienen Geld damit. Denn sie verwenden alles. Für uns ist das alles Abfall. Wir werfen sowas weg. Was machst du mit den Reststücken, John? Das Zeug hier ist viel zu klein für uns in Australien. Damit fummeln wir nicht rum, das schmeißen wir weg. Es ist Zeitverschwendung, sich damit abzugeben. Es bringt zu wenig Geld. Das ist das Zeug, mit dem ich arbeiten will. Solche Opale, hinter denen bin ich her. Wie läuft das Marketing für den Virgin Rainbow? Den haben wir weltweit beworben und ihn an den Meistbietenden ausgeschrieben. Die Ausschreibung endet in ein paar Wochen und hoffentlich erhalten wir das richtige Angebot. Wenn wir es erhalten, verkaufen wir ihn. Wenn nicht, kommt er in den Tresor und bleibt da so lange drin, bis wir den richtigen Preis dafür bekommen. St. Andrews Links, Schottland, die Heimat des Golfens, eine halbe Weltreise vom Golfclub Cuba Pedy entfernt. Vereinsvorsitzender Alan McGregor nimmt gerade einen Anruf entgegen. St. Andrews Links, Alan McGregor. Oh, hi, it's Stuart Jackson from the Cuba Pedy Opal Fields Golf Club. Stuart, what a surprise. Alan, we've got a lovely award we're going to present the St. Andrews Golf Club with. Oh, how fantastic. What is this award? This is an award of excellence. Well, we're deeply honored and really quite humbled. You going to talk about reciprocal rights, Stuart? What's the deal, is it? Some opals might help. The golf course has got opal on it, so there's a good chance you can pick up a nice gemstone. Terrific. And have you had a game today? No, it's about 7:15, and we're in 1 hour's time we're actually going to have a night golf. Oh, wonderful. Yeah. So what, you're out there with luminous bottles? You said it. Exactly right. That's right. Kim Stewart and everybody there at Cooper Petty Opal Fields Golf Club Inc. Thanks a bunch. We're deeply honoured for this excellence award. I'm not sure that we're worthy of it, but believe you me, it will be honoured. Have a great tournament tonight. Watch out for those luminous balls. We will do. Thanks, Alan. Bye, everyone. Bye. Okay. Die Vereinspartnerschaft mit dem legendären St. Andrews Golf Club so gut wie in der Tasche, ist es Zeit für etwas Entspannung. Eine Partie Nachtgolf in der pechschwarzen Wüstennacht. Hey! Hast du deinen Kim? Okay, gehen wir rüber zu Bob. Stuart, wie gefährlich ist Nachtgolf? Wie gefährlich? Nicht besonders. Man kann in den Graben fallen, wenn man seinen Ball sucht oder auf eine Spinne treten. Der Vorteil beim Nachtgolfen ist, dass du deinen Ball sofort findest. Am Tag suchst du das verdammte Ding manchmal stundenlang. Die Schlägerwahl ist schwierig, weil keiner eine Taschenlampe hat. Wir müssen uns zu fünft eine teilen. Das ist also eher ein Glücksspiel. Wir wählen den Schläger der Länge nach aus oder nach dem Maß der Schäfte.
Ja, das ist der Driver. Der tut's hoffentlich. Außerhalb der Begrenzungsposten, direkt über dem Hügel. Ich habe ein paar Schläger gewonnen, jemand hat sie in die falsche Tasche gelegt. Heute Nacht hat keiner ein Hole-in-One geschafft. Dafür hat aber John Dunstan etwas ziemlich Hübsches gefunden. Guck dir das an. Eine Muschel. Das war wohl mal eine Muschel. Ja, eine Muschel. Ich wollte mal hören, was du dazu sagst. Was wiegt sie, John? Sie wiegt 800 Karat. 800 Karat? Opalwert, für das Material hier vorne kannst du 100 bis 150 Dollar pro Karat rechnen. Da hinten, das könnte 200 bis 250 pro Karat wert sein. Und ich sehe gerade unten dieses dunkle Grün, das könnte pro Karat 350 bis 400 Dollar bringen. Ja, da ist eine Haut drüber, das sieht man nicht. Ja, aber was man sehen kann, ist fantastisch. Sagen wir mal durchschnittlich 250 pro Karat mal 800 Karat. Für die Muschel mindestens. In Copperpedy das Doppelte, wenn die Muschel in gutem Zustand ist, manchmal auch das Dreifache. Und dann ist da noch der Seltenheitswert von dem Ding. Guck dir es mal an. So was habe ich noch nie gesehen und du auch nicht. In all den Jahren Erfahrung, die wir beide haben, haben wir nie so eine Muschel gesehen. Also verdoppeln wir es nochmal. Mindestens. Wegen der Seltenheit. Stimmt. Das ist ziemlich viel Geld für eine Muschel, aber... Kann man sie ersetzen? Richtig. Ich glaube nicht, dass es so eine nochmal gibt. Jemand könnte dir 50.000 Dollar geben und sagen, besorg mir eine. Sowas würdest du in 50 Jahren nicht finden. Ja, das ist sicher. Atemberaubend, Kumpel. Absolut atemberaubend. Heute endet die Gebotsfrist für den Virgin Rainbow. Gleich erfahren John und Steve, ob ihr Preislimit erreicht wurde. John speaking. Yeah, John Dunstan here. John, how you going, mate? Good, mate. Hey, Johnny. Steve here too, mate. Good, mate. We're hoping you got some good news for us. If it's nowhere near our reserve price, I'd prefer to just wait a while and we'll put another tender out. Well, I sincerely believe that that you're doing the right thing in not sort of jumping in and grabbing at whatever you might have been tempted to grab at. We're still talking some significant dollars here, I know that for sure. Yeah, okay, John, no worries. Thank you, guys. Thanks very much. Well done, John. Thank you. We'll talk to you again soon. Bye-bye. Thank you. Bye. Nicht gerade, was wir erwartet haben. Ich habe mit besseren Angeboten gerechnet. Ich glaube, den müssen erst viel mehr Leute sehen, bevor wir bekommen, was wir uns an Geld vorgestellt haben. Also warte ich lieber ab. Wir haben keine Eile. Wir warten ab, bis wir das richtige Gebot bekommen. Wir lassen ihn im Tresor. Da ist er sicher und kann warten. Warten, bis wir genügend Geld angeboten bekommen. Er nimmt sich eine Auszeit. Und? Mir recht, wenn es dir recht ist. Auf jeden Fall. Sperren wir ihn weg. Obwohl das Mindestgebot für den Virgin Rainbow streng geheim bleibt, können wir zumindest sagen, dass eine bedeutende sechsstellige Summe ausgeschlagen wurde. Während der Virgin Rainbow im Dunkeln eines Safes auf ein höheres Gebot wartet, gibt es gute Nachrichten für den frisch renovierten, nun ja, den bald frisch renovierten Copperpedy Golf Club. Ein Brief von Al McGregor von St. Andrews Links. Willkommen im neuen Clubhaus. Angesichts eurer überwältigenden Großzügigkeit haben wir beschlossen, die vereinbarten gegenseitigen Nutzungsrechte auf 2 Runden pro Tag und Golfer für höchstens 8 Golfer an jedem beliebigen Tag zu erweitern. Mark hat seine Opale verkauft und Karen ist mit ihm in Urlaub gefahren, in die Schweiz. Verdammt, ist das kalt hier. Karen, was machen wir hier oben? Es friert.
George ist immer noch irgendwo draußen in der Wüste. Was ist mit dem verdammten Ding los? Ich will Opalfieber gucken. Judy, was hat das Teil? Komm schon, scheiß Ding. Und Jenny ist damit beschäftigt, seine Kunden bei Laune zu halten. Dieser Stein ist größer. Wie viel? Ich sag's Ihnen gleich. 3,43 mal 350 Dollar pro Karat. Das sind 1200 Dollar. Wie viel wollen Sie ungefähr ausgeben, meine Dame? 400. Der hier kostet 600 Dollar. Minus 10% sind 540. Ziehen wir weitere 45 ab, dann sind es 500 Dollar. Das kommt Ihrer Vorstellung schon näher. Okay, den nehme ich. Beim nächsten Mal schicken Sie Ihren Mann nach Australien, und zwar zu mir, damit er Ihnen auch einen Opal kaufen kann. Vielen Dank. Noch ein glücklicher Kunde.